Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Heute steht auf jeden Fall an, dass wir uns um die Gebäude auf dem Berg kümmern. Die müssen gebaut werden. Und wir brauchen neue Dorfbewohner. Ist schon seit ein paar Folgen eigentlich mein Ziel. Aber heute gehen wir es wirklich an. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Damit, let's go. So, ich guck mal ganz kurz, ob sie hier aussieht. Müsste sie eigentlich tun? Siehst du aus? Du siehst aus. Sehr schön. Ja, und das Feld müsste sie auch irgendwann düngen. Da hat sie schon angefangen. Und das Feld muss sie noch umgraben. Also sie hat eigentlich zu tun. Sie müsste eigentlich die ganze Zeit zu tun haben. Ich guck mal ganz kurz in die Verwaltung. Irgendein Gebäude von mir braucht noch irgendetwas. Der Holzschuppen hat keine Menschen mehr, weil sie anscheinend... Ja... Sie ist schwanger, meine lieben Freunde. Oder hat das Kind schon geboren? Vestibora ist weder Mann noch Frau. Was ist Vestibora? Wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was das Kind für ein Geschlecht hat. Ich würde jetzt mal vom Namen her behaupten, weiblich. Ja, sie ist jetzt erstmal raus. Dann, werden wir jemanden in den Holzschuppen einführen, und zwar den Bergarbeiter. Genau. Der Bergarbeiter arbeitet jetzt im Holzschuppen. 100% Baumstämme. Sollte machbar sein, ne? So, und im im Grabungsschuppen, den lassen wir jetzt erstmal ohne Arbeiter. Wir einfach noch gar keinen einsetzen. Guck mal ganz kurz, wie viel Holzstämme ich habe. Jetzt müssten wir ja eigentlich nicht mehr so viel heizen, oder? Jetzt müsste es doch vom Heizen her okay sein, aber wir haben trotzdem nur 3 Holzstämme. Ich muss Holz jagen gehen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, es sind 2! Es sind 2 kleine Ferkelchen, ein Weibchen und ein Männchen. Ui. Schön, wir haben Ferkelchen. Top. Ja, ihr seid sehr produktiv, ihr zwei. Sehr schön. Gefällt mir. Geh mal ein paar Kiefern hacken, weil die geben immer 3 Stämme pro Baum. Macht ein bisschen mehr Sinn als die Birken. Am besten sind Ahornbäume. Aber haben wir eigentlich nur unten im Dorf gerade? Na gut, da oben auf dem Hügel, aber pff, ja, egal. Komm, ich hack die hier. Fichten sind das. Was habe ich gesagt? Kiefern, ne? Ja, Fichten. Ich würde auf jeden Fall gerne die Häuser da oben, die ich jetzt, wo ich die Fundamente gesetzt habe, gerne mit Dings machen, mit Holz. Mit Holzwänden. Also noch keine Steinhäuser. Das machen wir aber irgendwann. Da bauen wir auch ein paar Steinhäuser zwischendrin. Aber die 3 würde ich jetzt erstmal aus Holz machen. Alter! Ich habe mir den Fuß geklemmt. Anscheinend. Ja, so ein Baum ist schwer. Und da sollte man aufpassen, wo der hinfällt, ne? Holzfällen ist nicht ganz ungefährlich. Neues Level in Gewinnung. Und wir können uns wieder am See umsehen. Also unsere Quest ist wieder... aktiv. Die Jahreszeit ist ja wieder um. Das heißt, wir können da wieder neuen Fisch hinschaffen. Glaube ich. Hoffe ich. Alter, was ist das für eine dämliche Quest? So, ich hätte gern... Warte mal, das ist ja ein Fenster aus Holz, bitte. Und das ist eine Tür aus Holz. Erstmal alles umändern, bevor wir hier was bauen. Das ist eine Wand aus Holz. Ja, und das hier oben auch aus Holz. Strohdach würde ich trotzdem erstmal lassen. Weil ich das ganz hübsch finde. So, hier überall Fenster drin, damit man schön rausgucken kann.
Nice. Und jetzt sind wir schon wieder out of Holzstämme. Na, gehen wir da oben gleich nochmal hacken. Da sind auch ein paar Fichten. So, ich scale mal gleich meine Level hier bei Gewinnung. Alter, was? Heute stehe ich echt auf dem Schlauch, wirklich. 5% langsamer Haltbarkeitsverlust bei Äxten. Das brauchen wir gerade sehr dringend. Das klingt sehr gut. Ich würde hier auch schon mal einen Holzzaun setzen, damit wir einfach hier so ein bisschen für die Sicherheit gesorgt haben, der Bewohner. Dass die hier nicht runterfallen. So, das wird die große Holzfällerfolge. Ich muss viel mehr Holz fällen gerade. Ja, ja. Oh. Die Tiere sind bei uns out of Futter. Das ist nicht gut. Dann würde ich sagen, fälle ich hier noch die Bäume fertig. Und gehe dann rüber und besorge Tierfutter. Im Flussdorf. Geld müsste ich ja genug haben, um erstmal ein bisschen Tierfutter zu kaufen. Sodass es für eine Weile reicht. Ansonsten haben wir noch Probleme im Feldschuppen. Fehlt uns da ein Werkzeug? Der fehlt uns Dünger, ne? Ja. Okay. Und im Grabungsschuppen fehlt uns ein Arbeiter. Darum setze ich einfach mal Ton auf 0, dann dürfte die Meldung auch nicht mehr kommen. Ah ja, und ich kann auch gleich meine Quest abgeben. Oder zumindest mal gucken, was jetzt nun der Fall ist. Ob ich wieder Fische fangen muss oder ob das Spiel jetzt endlich mal ein Ende hat. Ja, unglaublich nervig. So, du müsstest mir Zierfutter verkaufen. Tierfutter, hier, 49. Alter, kostet das viel. Ich nehme mal 25 mit. Das müssen wir auf jeden Fall demnächst mal selber herstellen. Das kann nicht sein, dass wir dafür so viel bezahlen. Aber mit dem, was wir ja damals geklaut haben, sagen glaube ich 12 oder so, damit, das hielt ja auch ewig. Ich weiß, je mehr Tiere wir haben, desto mehr Tierfutter brauchen wir, aber das hält ja auch ewig, ne? So, okay, ich bin jetzt wieder am... Oh, okay, hier sind jetzt Münzen drin. Notiz untersuchen, lies die Nachricht. Diesmal ist der Korb nicht leer, sondern bis zum Rand mit Münzen gefüllt. Es ist ein kleines Vermögen, sei... Es muss ein kleines Vermögen sein. Ein neuer Brief liegt daneben. Lies die Nachricht. Der Brief ist genauso geschrieben wie zuvor. Es könnte allerdings sein, dass sich die Lesbarkeit etwas verbessert hat. Dort steht, guter Mensch, Belohnung, kannst nehmen. Bis dann, danke für all den Fisch. Nimm den Brief und gehe. Hol dir die Belohnung ab. Steck die Münzen in deine treue, bodenlose Tasche. Das unangenehme Klimpern der Münzen lässt sich die Mühe des Fischens vergessen. 500 Münzen. Naja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Haben wir dafür jetzt Reputation bekommen? Ja, haben wir. 1100 haben wir jetzt. Schönes Ding. Könnten wir vielleicht, bevor wir die Hütte fertigstellen, hier schon jemanden mitnehmen? Ich brauche auf jeden Fall jemanden, der meinem Grabungsschuppen unterstützt. Oder Landwirtschaft macht. Du siehst eigentlich gar nicht so schlecht aus, mein Freund. 19. Ja, komm, komm mit zu uns. Komm mit zu uns. Unhold. 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 Liest sich wie Unhold. Ja, 500 Münzen ist okay. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr bezahlt für den Fisch, aber für die Reputation hat sich das schon gelohnt. Ich hole mir unten aus dem Teil mal noch ein bisschen Stroh. Dann können wir die Hütte fertigstellen und dann hat Unold auch einen Schlafplatz.
Ja, dann darf der liebe Unhold direkt in das erste Haus hier oben am Hügel einziehen. Da würde er sich freuen. Da würde er sich wirklich freuen. Das ist hier wirklich ein sehr kostbares Anwesen. Die anderen unten, die werden mit neidischen Blicken hier hochschauen und sich fragen, warum er, warum nicht sie? Die sind doch schon viel länger da. Aber so läuft das hier nicht bei mir. So. Unold. So, wo stecke ich dich rein? In dieses kleine Häuschen? Ja. Und du darfst arbeiten in... Lassen wir ihn mal in der Scheune arbeiten. Und stellen bei der Scheune mal ein, dass hier durchgehend Dünger hergestellt wird. Dann brauchen wir das nicht mehr selber machen. Weil ich glaube, die eine Dame im Feldschuppen, die kommt ganz gut klar. Die kommt noch ganz gut klar. Scheunenknecht ist er jetzt. Schön. Dann darf er hier oben einziehen. Und ich werde mich auch schon mal schlafen legen. Komm, ich schlafe mal in deinem Bett heute. Moin! Ich möchte mal beobachten, was er jetzt, welchen Weg er jetzt zur Arbeit nimmt. Wenn er jetzt überhaupt schon arbeiten geht. Wir müssen das hier auf jeden Fall noch absichern mit dem Zaun, damit mir hier keiner runterfällt. Und hier unten kommt auch noch ein Geländer dran. Vielleicht nicht unbedingt aus dem Doppelzaun hier, aus dem fetten Ding. Sondern vielleicht so ein Blechzaun. Hier darf ich keinen hinbauen, ist wahrscheinlich zu steil oder so. Den so in Etappen bauen jetzt oder was? Ja, das geht. Es sieht scheiße aus, aber es geht. Besser als nichts, würde ich sagen. Ja, lassen wir das mal so. Können wir eigentlich schon gleich bauen? Ich habe genug Stöcke. Ja, doch. Ist okay, ist okay, ist okay. Das ist ja nur, dass hier mir keiner runterfällt. Aber er geht noch nicht zur Arbeit, oder? Oder nimmt er jetzt diesen Weg hier und geht da drüben hin? Wir müssen das jetzt beobachten. Wir sehen, welchen Weg er nimmt. Er nimmt wirklich den Weg. Das ist natürlich doof. Dann braucht er ja ewig bis zur Scheune. Naja, ist mir egal. Hauptsache, er tut was. Wie ist das? Vielleicht kann mir das jemand in die Kommentare schreiben. Arbeiten die jetzt erst, wenn die wirklich an ihrer Arbeitsstation sind? Oder machen die jetzt schon was? Also, ist das nur so ein Alibi, dass die da hinlaufen und was machen? Oder würden die jetzt auch, wenn die Person den ganzen Tag in der Bude bleibt, weil sie irgendwie verbuggt ist, würde die dann auch arbeiten gehen? Also würde die dann auch, würde in der Scheune was passieren? Oder nicht? Wisst ihr, was ich meine? Glaube ich, weil wir da vorne den Weg nicht hundertprozentig verbunden haben. Weil da Steine sind, ne? Ach so, wir müssen das Tierfutter noch ins Lager bringen. Fast vergessen. Naja, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen, ne? Vorher möchte ich mal diesen Zaun hier fertig bauen. Ah, sehr schön. Finde ich gut. Passt hier oben sehr schön hin. Hier kriegen wir halt keine Verbindung mit dem Weg hin, weil hier halt Felsen sind. Ja, die kriegen wir auch nicht mit der Spitzhacke weg, also die sind halt immer wieder da. Er ist aber auch noch nicht hier, ne? Nee. So, Tierfutter ist im Lager. Müsste jetzt langsam losgehen mit dem Schwein füttern. Guck mal, ob ich hier an der Seite irgendwie den Weg verkürzen kann. Dass der wenigstens nicht ganz so weit läuft. Da ist er nämlich schon. Ja.
So, Wegverkürzung würde ich sagen. So, ich glaube, ich werde mal wie ein vorbildlicher Bürger meine Steuern zahlen. Und ja, den Unhold eine nette Frau suchen. Eventuell gefällt ihm das. Wir gucken mal ganz kurz aufs Feld, wie es gerade aussieht. Das hat sie noch nicht gepflügt. Das hat sie komplett gesät. Und sie ist hier beim Düngen dran. Okay, verstehe. Du machst das schon. Vielleicht gibt es ja auch wieder Quests, die wir machen können. Schauen wir gleich mal nach. Aber auf jeden Fall brauchen wir halt noch eine... Wir bräuchten eigentlich eine Küche. Eine Küche. Jemand, also eine weibliche Person, die in Produktion sehr gut ist. Damit die dann Kohlsuppe herstellen kann. Oh, es gibt wieder Quests. Dünge oder werde gedüngt. Abliefern von Dornis 19. Aha, niemand hat die Absicht, eine Palisade zu bauen. Interessant. Brett, Stock und Holzstamm brauchen wir. Ding 100 Dynastie. Abliefern Haferkorn 71. Bierflation. Auch nicht schlecht. Ja, Dachs, 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 jage 5 Dachse haben wir wieder. Er hustet und pustet und pustete. Holzstamm 3. Stroh 18, Stock. Okay, also der braucht ein Haus. Interessant. Aber wir bezahlen erstmal beim, wie auch immer er heißt, unsere Alter, ist das hier seine Bude? Digga, so eine will ich auch. Ey, so eine will ich auch. Wo ist er? Ach, hier. Mirikot. Ja, das sollte reichen. Nimm meine Steuern, Digga. Ich bezahle schon ganz schön viel Steuern, ne? Für das bisschen, was ich da habe. Entwicklungsstufe Bauernhof bin ich. Und ich bezahle fast 1000 Steuern. Was ist da los? Der weiß, dass ich gut Geld mache, ne? Guck mal. Sehr viele Frauen. Da muss doch eine dabei sein, die für uns arbeiten möchte. Produktion. Ne, ihr habt 2, 2, 2, 1, 1. Oh, nö, Digi. Ist hier wirklich keine gute dabei? Du hast über eine 2. Du wärst eigentlich für alles gut. Die ist 19. Ja, komm mit. Komm mit. Du kommst bei Unhold mit ins Haus, ganz oben auf den Hügel. Und du darfst in der Küche arbeiten. Und in der Küche sagen wir jetzt, bitte... Mach doch mal Kohlsuppe mit normalem Fleisch. 5,14. Okay, das wird auf jeden Fall werden das unsere Leute sehr feiern, dass sie jeden Tag Kohlsuppe essen können. Wir können bald einen Eselstall bauen. Wir können bald einen Eselstall bauen. Ja, top. Dann ist auf jeden Fall das Problem mit dem, dass wir zu wenig tragen können, gelöst. Weil dann hauen wir einfach den Esel voll. Na. No. Scheune hat kein Material mehr. Hm. Ja, der braucht halt Dung, um Dünger herzustellen. Aber er ist sehr gut. Wenn er das in einem Tag aufarbeitet, was das Schwein auch produziert, ist er sehr gut. Aber wenn wir Esel haben, dann können wir denen auch sagen, dass die Dung produzieren sollen. Und dann, haben wir 2 Tiere, mit denen wir Dünger herstellen können. Vielleicht holen wir uns die Punkte für den Esel einfach so, indem ich das Feld jetzt einfach noch bestelle, das eine da, was wir noch nicht fertig haben.
Sie möchte das ja irgendwie trotzdem nicht machen. Also, sie könnte es ja jetzt tun, aber sie tut's nicht. Kann auch sein, dass es jetzt auch schon zu spät ist. Aber ich mach das jetzt einfach mal. Wahrscheinlich müssten wir dem Feld jetzt irgendeine Frucht zuordnen, dass sie das auch wirklich dann pflückt. Oder rodet, wie es hier heißt. So, Feld 3. Sagen wir ja jetzt, Pflanzenart. Hafer haben wir schon, ne? Roggen brauchen wir noch. Roggen. Aus Roggen und Hafer wird Tierfutter. Roggen 1. Okay. Ja, falls das irgendwann mal gedüngt sein sollte, im nächsten Jahr, werden wir das dann auch, werden wir da auch was. Also werden wir auch Dings Samen kaufen. Alter, ich stehe heute mega auf den Schlauch. Es tut mir leid. Ist aber auch scheiß Wetter hier in Medieval Dynasty. Ja. Okay, hier ist die Küche. Da müsste jetzt die neue drin arbeiten, wenn sie irgendwann mal ankommt. Also sie muss ja da hochkraxeln. Zu Unhold in die Stube. Ja, ist zwar scheiß Wetter, aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty. Und bei dieser schönen Runde hier verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.